Turbulentes Wetter in den Alpen. Mit einem kräftigen Südwind strömt feuchtwarme Luft gegen die Alpen. Und das bringt unwetterartigen Dauerregen im Süden, dagegen Föhnsturm in den Nordalpen. Wir sind hier in der Schweiz, direkt am Urnersee, an einem der typischen Föhntäler. Und hier bläst der Wind, wie man sieht, so richtig heftig mit Böen über 120 km/h. Und das bei einer milden Temperatur von 20 Grad. Auf den Bergen werden bereits Spitzenböen von über 170 Stundenkilometer gemessen. In manchen Alpentälern wurde die 20-Grad-Marke geknackt. Hoher Wellengang am Urnersee. Der stürmische Wind treibt die Wellen gegen die Uferpromenade. Beste Bedingungen zum Surfen oder nicht doch zu gefährlich? Also wir Surfer suchen genau das, oder? Aber es ist schon, Wasser ist schon kalt, Wind ist extrem stark. Also so stark habe ich ihn selten gesehen. Der Wind kommt ja teilweise richtig böig auch her. Ist das ein Problem beim Surfen? Fürs Surfen nicht, fürs Kiten eher. Aber ich wundere mich, dass da einer am Kiten ist. Die meckern meistens am meisten wegen den Böen. Trotz heftigen Orkanböen gibt es so gut wie keine Schäden. Die typischen Föhnregionen kommen mit solchen Windgeschwindigkeiten gut klar. Die Föhnlage schwächt sich am Dienstag zwar etwas ab, dauert aber noch bis Donnerstag an und bringt auch im Alpenvorland teils milde Temperaturen von bis zu 20 Grad. Südlich des Alpenhauptkamms muss dagegen mit Unwetter durch Dauerregen gerechnet werden. Ich bin Marco Kaschuba von Wetter Online.